So, liebe Freunde von Alpha Hunters, Alpha Shooters, jetzt sind wir am Blaserstand. Neben mir steht Robin Marx und jetzt geht es um dieses Geschoss, das ich in der Hand halte. Genau. Blaser, das ist ein bisschen kleiner. Ja, auf jeden Fall. Blaser CDB Geschoss. Wir haben ein neues Geschoss auf den Markt gebracht. Ein bleihaltiges Geschoss. Einfach gebundenes bleihaltiges Geschoss mit einer sehr modernen Außenform, Ballistiktipp und das Besondere hier bei diesem Geschoss, dass es massestabil bleibt. Das heißt, wenn es deformiert, behält es 100% des Gewichts. Genau, gibt es aktuell im Kaliber 30 und alle anderen Kalibergrößen wie 8mm, 8,5 oder auch 6,5 kommen im Laufe des Jahres. Genau, und jetzt kommt meine Nachfrage, denn wir hatten ja schon mal das Thema 8,5x55, warum glaubst du, ist es das neue Universalkaliber? Ja, 8,5x55 beschreibt das Kaliber, nicht das Geschoss und bietet somit den perfekten Motor für eben genau dieses Geschoss. Ja. Somit habe ich mit dem Kaliber 8,5x55 Blaser die Magnum-Charaktereigenschaften, ist im Prinzip der Motor, der das Geschoss antreibt, in Verbindung mit einem bleihaltigen Deformationsgeschoss, welches massestabil bleibt, relativ schnell im Wildkörper anspricht, ist genau das eine Kombination, die im Prinzip für alles europäische Schadenwild tauglich ist. Und vor allen Dingen auch für die meisten Distanzen, ne? Genau, also alleine durch die Außenform, durch das Ballistik-Grip, durch den Aufbau des Geschosses haben wir natürlich einen sehr guten BC-Wert, sehr gute Flugeigenschaften und eben durch die Leistungsreserven der 8,5x55 eine gestreckte Flugbahn. Ich habe auf weite Distanzen nicht den Geschossabfall, nicht den großen Geschossabfall, also somit eigentlich im Prinzip das Universalkaliber. Ja. Genau. Und wenn ihr zu diesem neuen Kaliber von Blaser mehr wissen wollt, dann schaut bei Alpha Hunters, Alpha Shooters vorbei, denn unser fleißiges Redaktionsteam wird noch den ein oder anderen textlichen Input zu diesem neuen Geschoss von Blaser liefern.